So, wir kommen jetzt hier auch schon zur Auflösung. Also wir waren eigentlich richtig, richtig nah dran an der Lösung. Wir müssen es ja noch mal ein bisschen mit uns selber schimpfen. Oder was würdest du sagen? Tatsächlich war das einfach eine Variante. Also die Themen haben wir schon so erkannt: Königsangriff und Blockade dieses Feldes. Das ist natürlich dann die Schwierigkeit im Schach, dass man am Ende die richtigen Varianten und selbst wenn man sie mal kurz gesehen hat, manchmal die falschen Varianten verwirft und oder die falschen Varianten dann weiter verfolgt und die richtigen Varianten verwirft. Und so war das auch hier. Eine Variante, die wir ja durchaus auf dem Brett hatten. Wie gesagt, Kontrolle von diesem Punkt, deswegen wird hier genommen und das Buch schließt jetzt einfach, sagt einfach, es wurde so genommen, weil das ein Riesenproblem wäre. Noch eins muss ich dazu sagen, bevor wir in die Varianten gehen, ist immer, also auch diese Hackordnung danach zu gehen. Also immer quasi anfangen, quasi erstmal gucken, wenn man eine Stellung rangeht, kann ich vielleicht einfach direkt Schachmatt setzen? Kann ich Schachmatt setzen direkt, einfach out of the blue? Kann ich Schach setzen? Oder kann ich schlagen, quasi schon das dritte Ding in der Rangfolge? Und Schlagzüge sind immer konkrete Züge, die wir immer anschauen müssen. Also hier ist der Schlagzug jetzt auch richtig. Ist wichtig. Warum sind Schlagzüge so zentral? Weil fast immer, wenn man eine andere Figur stellt, wenn wir jetzt einen Springer schlagen, muss der Gegner zurückschlagen. Es gibt nicht viele Optionen und die Variante ist konkret, also was in der Zukunft passieren wird. Und hier wieder wie vorhin, also so viele Möglichkeiten, wie man hier vorgehen kann: Springer F3 positionell, G4 mit Gewalt oder der Schlagzug, ist, dass häufig auch wirklich einfache Lösungen einfach richtig sind. Weil G4 sieht natürlich cool aus und bringt Dynamik, aber halt auch sehr viel Gegenspiel. Aber ja, so ein Zug wie einfach Läufer schlägt F5, das kommt gleich direkt in forciertes Fahrwasser. Und jetzt machen wir die Auflösung. Es ist echt extrem wichtig zu sehen, ja, wie verfolgt man dann solche Varianten weiter, wie rechnet man das weiter. Und im Endeffekt, ja, es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten, die man anschauen muss: einmal G-Bauer schlägt F5. Und E-Bauer schlägt F5. Und bei beiden gibt es wirklich schöne Fortsetzungen. So, jetzt können wir weitermachen. Wobei das Schwierige natürlich ist, dass man in jeweils immer diesen C2, man wird ihn jetzt einfach Richtig. opfern und das muss man halt bereit sein und natürlich einschätzen. Das sagt das Buch einfach verliert oder ist einfach ganz schlecht. Turm F3, wir hatten uns mal überlegt, was passieren könnte. Und genau das hatten wir sogar vorher schon quasi in der Überlegung, die Stellung. Schwarz nimmt, dann wollten wir hier, glaube ich, einfach dieses Schach nehmen, genau. Und wir hatten uns erst überlegt, wo wir hingehen, aber jetzt Dame F6, katastrophale Drohung und Schwarz hat hier, denke ich, nichts Besseres als erstmal Läufer G7 zu spielen, um das F6-Feld zu decken. Matten 2 abzuwehren, genau. Und jetzt gibt es schön aktive Züge. Also zum Beispiel, man merkt, okay, die Dame greift jetzt diesen Turm an auf D8. Und es wäre jetzt eigentlich echt schön, diese Dame auf B6 quasi, diese deckende Dame von dem Turm abzulenken. Und hier scheint der Zug Läufer D4 sehr aktiv zu sein. Weil rausnehmen darf er nicht, weil Dame schlägt, D8 kommt mit Matt in 2. Genau, also wird er wohl irgendwo nach C7 oder nach A5 gehen. Gehen wir mal nach C7, weil wir noch ein bisschen die Figuren gefühlt zusammenhalten. Und jetzt tatsächlich auch eine eigene Drohung habe, sehe ich gerade. Obwohl, also Läufer geht noch. Ich dachte, es gibt noch so Grundreihenideen, aber jetzt wollten wir einfach die letzte weiße Figur auch noch mit ins Spiel hier bringen. Und wir haben nur einen Bauern geopfert und man sieht, wir haben hier diesen Läufer blockiert. Schwarz hat hier ein bisschen Gegenspiel in der C-Linie, aber alle unsere weißen Figuren fallen über den schwarzen König her. Und Springer G5, das sieht schon verheerend aus. Wir können ja nochmal gucken, was Schwarz jetzt probieren könnte. Vielleicht kann er ja einmal Turm probieren. C1 probieren auf jeden Fall, Aber ach ne? so, dann hängt am Ende natürlich auch. Das ist alles mit Schach, also ich kann hier nicht nehmen, weil das wäre ein Schachgebot. Aber Turm C1 ist schon ein Versuch wert auf jeden Fall. Natürlich wieder, man muss hier wieder einfach den Schlagzug rechnen. Ist auch wieder sehr wichtig. Beide Schlagzüge. Man Beide Schlagzüge sogar. kann sich auch überlegen, die Dame jetzt hier zu opfern für die. Auch interessant, auch eine interessante Fortsetzung. Aber auch das hier sieht. Das sieht sehr gut aus. Irgendwie sieht es sehr gut aus, der Weiß. Also selbst wenn man hier schlagen würde. Und jetzt hier vielleicht sogar so und dann einfach mit den drei Figuren den Angriff fortführen. Die Frage ist, ob das gut genug ist, aber es sieht sehr Aber also spannend jetzt hat aus, Schwarz ein Problem, weil ne? der hängt und Springer G5 schon ziemlich, sagen wir, er holt jetzt seine Dame wieder.
zurück, um zumindest den F7 zu decken. So, was, wenn wir jetzt Springer G5 ist eine Überlegung, dann kommt H6 einfach, oder? Wie geht's da weiter? Schauen wir auch nicht. Turm G7 muss man auch immer rechnen, aber es geht, glaube ich, nicht direkt. Könnte noch ein bisschen Früh sein, gell? Dame G5 muss man auch rechnen. Dame G5 muss man auch rechnen. Dann kommt Turm G8 wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich kommt dann Turm Turm G8. G8. So, ja, hier müsste, genau, das ist jetzt so ein Punkt, wo man seine gute Stellung irgendwie noch verwerten muss. Hier gibt es bestimmt schon. Ich glaube, das ist so eine typische Stellung, da kann man jetzt bestimmt noch 10 so, Minuten, 20 jetzt, Minuten. Ja, jetzt habe ich die Idee gefunden, die Ablenkung okay. von der Dame H6 und jetzt geht Springer F7 oh, und wir haben ja... Das ist natürlich schlimm. Und da ist er. Und da ist der konkrete Gewinn. Wieder, also wirklich ein bisschen länger reinschauen. Lösung eigentlich einfach. Ja. Alles steht perfekt. Also Taktik schlägt schon durch. Ja. In so einer so Stellung, wenn so viele Figuren angreifen, muss man natürlich, aber oft, wir haben beide geahnt, der Gewinn ist da, man muss ihn halt nur finden und da lohnt sich dann einfach auch Zeit reinzustecken und ihr seht, wir machen das hier wirklich komplett ohne Vorbereitung, so wie man sich eben so eine Stellung auch in der echten Partie anguckt und ein Computer wirft einem natürlich sofort die Lösung um die Ohren, aber viel spannender ist es, so etwas ohne Computer zu machen. Und das auch mal nachzuvollziehen, was so ein Buch, ja. was so ein Buch schreibt. So ein Buch schreibt einfach nur Turm F3 mit verheerendem Angriff. Aber es ist trotzdem nochmal sehr hilfreich, das auch nochmal nachzuspielen. Und deswegen wurde aber in der Partie, hat sich der Schwarz... Das ist übrigens eine Weißpartie von Karpov sogar, ja. Nur für alle, die mal immer Karpov als den reinen Positionsspieler sehen. Das war er mitnichten. Natürlich war er positionell stark. Aber er war auch durchaus bereit, hier etwas zu opfern. So steht es noch. Schwarz nimmt hier und jetzt kommt eben unter Bauernopfer. Der Springer macht sich auf den Weg nach D4 und wenn der hier auftaucht, dann verheeren. Und deswegen, da das Schwarz sowieso nicht verhindern kann, dann muss nimmt er nehmen, annehmen, jetzt ja. zumindest den Bauern mit. Jetzt blockiert eben der mit dem Läufer. Schöne Blockade-Geometrie. Der Läufer. Dame C6, okay. Dame C6. Und jetzt muss ich nochmal, ach so genau, jetzt hat glaube ich, genau, jetzt kommt erstmal Dame H4, auch ein sehr schöner Zug. Der Läufer steht noch hier, ganz wichtig. Zentral, ja. Weil jetzt natürlich schon, erstmal hängt der Turm und die Dame macht sich natürlich auch auf den Weg auf diese schwarze Diagonale. Und jetzt sehen wir eben, Karpov war nicht nur ein Positionsspieler, sondern er hat auch taktische Lösungen gefunden. Könnt ihr gerne das Video mal anhalten und versuchen, jetzt, die taktische Lösung zu finden, die er da... Also jetzt würde ich das Video anhalten, also ein, zwei Minuten nehmen, das ist ein Knaller. Das ist ein richtiger Knallerzug. Wie man hier noch vorankommt und ich zeige es euch. E6, Bombenzug. Wunderschön. Öffnet diese Diagonale, öffnet dieses Feld E5 und Schwarz hat vor allem Probleme, Dame und Turm nehmen, verliert jeweils wegen Springer G5. Und H7 matt, ja. Mit Matt, deswegen ist es forciert, dass Schwarz ihn so wieder nehmen muss. Okay, das ist aber erstmal noch nicht so schlimm, aber jetzt kommt eben die eigentliche taktische Idee hinterher. Erstmal wunderschönes Vorpostenfeld, also super aktiv mit Tempo auf die Dame, aber es ist noch viel mehr dahinter. So und soweit, jetzt kommt die eigentliche taktische Idee hinter dem Ganzen. Jetzt wieder die eigentliche taktische Idee, jetzt wieder das Video anhalten, also nochmal ein, zwei Minuten nehmen. Also es ist auch wirklich sowas, also wenn ihr Videos anguckt, das hast du auch schon gesagt quasi. Mit Videos, da kann man sich auch so schnell berieseln lassen, sagen, oh komm, jetzt hocke ich mich aufs Sofa und schalte jetzt meinen Fernseher ein und lasse jetzt hier einen Orca oder einen Schachpanda Schach erklären und hört es mir einfach an. Aber es ist interaktiv, jetzt würde ich so sagen, okay, jetzt halte ich an. Jetzt trinke ich einen Schluck quasi Apfelsaftschorle zum Beispiel im Sommer oder was anderes. Oder ja, vielleicht auch so ein Weinchen quasi. Also wenn es in kleinen Mengen bleibt, gibt es auch einen Kreativitätsschub.
nicht am Brett direkt, aber quasi, aber in der Analyse quasi, im Schachlernprozess, sagen wir mal so. Und dann, ja, dann arbeitet ihr da wirklich selber, also lasst da Power rein. Und das bringt, dann bringt das Video euch fast schon in 10er Potenz. Also probiert es mal, also haltet es wirklich an, überlegt und klickt dann wieder weiter. Ja. Und natürlich auch das Video liken quasi und einen Kommentar drunter schreiben. Das ist auch wichtig. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr hoffentlich die Lösung gefunden. Springer schlägt G6. Jetzt sehen wir das Ganze hier in Action. Diese ganze Läuferdiagonale, die wir hier aufgemacht haben. Sollte Schwarz hier wieder nehmen, muss man natürlich noch ein bisschen berechnen, dass es jetzt hier so ein paar Schachs gibt. Alles forciert. Aber das ist gut zu berechnen, weil es alles forciert ist. Alles einzelne, einzige Züge von Schwarz. Und nachdem kriegt Schwarz hier ein Problem. Er muss jetzt irgendwie, da der Läufer noch da steht, muss er Läufer G7 stehen und jetzt fällt hier die komplette Stellung zusammen. Und wahrscheinlich, wenn er jetzt hier rausgeht, sieht das auch irgendwie Turmschwenk, nächster Angreifer. Auch noch nach matt aus. Also geht überhaupt nicht für Schwarz. Deswegen Springer schlägt G6, wunderschöner Zug. Die Partie ging noch ein bisschen weiter, Schwarz hat sich noch ein bisschen gewehrt. Und tatsächlich muss man aber so eine Stellung halt dann auch erstmal gewinnen. Das ist immer, finde ich, ein bisschen schade. Man spielt so eine tolle Kombination und am Ende hat man halt, man hat ja immer noch einen Bauern weniger als Weißer und es bleiben halt die positionellen Vorteile, aber das muss man erstmal über die Bahn bringen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich merke immer wieder, umso höher man kommt, umso besser verteidigen sich halt die Leute und wo schwächere Spieler dann einfach vielleicht taktisch jetzt schon Fehler gemacht hätten und da einfach in diese taktische Falle reingelaufen werden, finden stärkere Spieler eben Lösungen, wo sie vernünftig, noch halbwegs spielbar aus so einen scheinbar hoffnungslosen Stellungen rauskommen. Das ist absolut so, genau. Und das ist auch wichtig. Es gibt häufig so viel Verteidigungspläne, so viel Verteidigungspotenzial in Stellungen. Aber zwei Dinge kann man jetzt hier sagen. Also die Aufgaben sind so, also haben wir Aufgaben, also absolut. Ist einmal quasi eine positionell stabile, solide, starke Stellung. Ist natürlich auch ein Nährboden, also für taktische Möglichkeiten, Kombinationen. Und da haben wir wirklich jetzt auch zwei Elemente, die wir jetzt hier eigentlich direkt quasi mit dem Video abdecken können. Ist so ein Gefühl zu haben, also um was geht's quasi, was ist der Kern von der Stellung, was kann ich verbessern, das hier abzutauschen und diese Idee, diese Blockade aufzubauen und langfristig den Läufer zu aktivieren, das positionell erstmal zu begreifen. Aber dann, was wir auch immer wieder sagen, ist zudem natürlich auch dieses taktisch scharfe Auge zu haben und auch dann wirklich tief rechnen zu können. Und dann auch aus diesen guten Stellungen tief rechnen zu können und dann auch ein bisschen schwierigere Kombinationen zu sehen und dann auch quasi diese starken strategischen Stellungen, Positionen auch in was, ja, in was Handfestes umzuwandeln. Also zum Beispiel jetzt den Springer, den ich jetzt hier in der Hand habe. Und ja, Taktik trainieren. Also das ist das, was wirklich auch das, die Vorteile dann, diese positionellen Vorteile halt auch greifbar machen. Ja. Ja. Nee, tolle Aufgabe. Und ich glaube, er hat jetzt noch den, und man sieht ja einfach trotz des Bauern weniger, Schwarz hat eigentlich, er spielt halt eigentlich ohne diesen Läufer. Und das ist ja diese ganze Idee dieser Blockade, dass man hier eigentlich aktiv gesehen einfach mit einer Figur mehr spielt. Und deswegen ist diese Blockade einfach hier so wertvoll, weil man eine komplette Schwarze, die Figur, vor der wir immer Angst hatten in allen Varianten, nimmt man einfach aus dem Spiel und diesen Läufer, den kriegt Schwarz hier nicht mehr weg. Wunderschöne Aufgabe. Toll. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet. Also ich würde es so beschreiben. Also zwei Schachtiere, also Orcas und Pandas, machen gemeinsam Schachaufgaben, teilen ihre Ideen. Wir bringen sogar die Auflösung immer mal wieder auf dem einen Kanal, auf dem anderen Kanal. Ja, schreibt uns in die Kommentare, ob euch das gefällt und ja, ob so ein Format vielleicht quasi mal, ja, öfters machen.